Herzlich willkommen zur Pressekonferenz Abhängigkeit von Russland abdrehen mit unserem außenpolitischen Sprecher Helmut Brandstätter und der Energiesprecherin Karin Doppelbauer. Und der Helmut fängt an. Ja, guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Am 24. Februar sind es genau 2 Jahre, dass Putins Überfall auf die Ukraine stattgefunden hat. In der letzten Nacht gab es einen Bombenangriff auf die Stadt Kharkiv. Ein Bub mit 2 Monaten ist getötet worden, mehrere Menschen sind verletzt worden. Das heißt, der Kindermörder Putin hat wieder zugeschlagen. Und gleichzeitig hat Österreich wieder auch in dieser Nacht viele Millionen an Putin überwiesen. Also sehr deutlich formuliert, auch diesen Angriff haben wir mitfinanziert. Umgekehrt stehen wir für ein Europa, das schützt, ein Europa, das Sicherheit gibt und ein Europa, das nicht abhängig macht von einem Diktator wie Putin. Deswegen hat die Karin Doppelbauer, und sie wird das im Detail dann noch erklären, schon vor einem Jahr ganz deutlich gesagt, dass es gar nicht so schwer ist, dass wir unabhängig werden von diesem russischen Gas. Nur die Regierung hat leider nichts gemacht. Gerade wir in Österreich und die Slowakei und Ungarn, die Ungarn sind noch ärger, die lassen sich auch ein unsicheres Atomkraftwerk vom Kindermörder bauen. Gerade wir sind besonders abhängig vom russischen Gas und das müsste nicht sein. Wir reden von rund 90% von dem Gas, das wir verwenden, ob die Leute wollen oder nicht, kommt aus Russland. Das sind etwa 10 Milliarden Euro, hat das NeosLab errechnet. Das heißt, wir füllen Putins Kriegskasse. 10 Milliarden Euro. Heute in der Früh haben wir auch gehört, dass diese 50 Milliarden für die Ukraine freigegeben wurden, die die Ukraine dringend braucht. Also wenn man sich auch diesen Vergleich ansieht, ja, allein Österreich zahlt 10 Milliarden an Putin und jetzt bekommt die Ukraine 50 Milliarden. Es ist also wirklich skandalös. Und warum machen wir das alles? Ja, eine internationale Zeitung hat geschrieben, wir sind die Idioten Putins. Der EU-Vertreter hier in Wien hat gesagt, es ist Blutgeld. Die Regierung weiß das alles und ändert aber nichts. Und dagegen stehen wir. Wir stehen eben für ein starkes Europa, für ein Europa, wo wir nicht abhängig sind, ein Europa, das die Menschen schützt, ein Europa, wo nicht dauernd das Handy läutet, aber es ist ein lieber Freund, aber den werden wir später anrufen. Wir sind für ein Europa, das stark ist, für ein Europa, das schützt, für ein Europa, das aber auch uns den Wohlstand gibt, den sich die Menschen erarbeitet haben. Und die enorme Inflation gerade in Österreich liegt ja auch daran, dass Putin, was er übrigens schon länger macht, den Preis für sein Gas immer mehr erhöht. Und die vielen Ideen, die die Neos gehabt haben, würden uns heute in eine völlig andere Situation bringen, hätten uns schon in eine andere Situation gebracht. Die Karin Doppelbauer hat das genau vor einem Jahr wieder gesagt und vorher gesagt und nachher gesagt und nichts ist passiert. Aber Karin, bitte erklär es uns. Ja. Ja, vielen Dank, Helmut, für deine einleitenden Worte. Und viele im Raum haben das, was ich jetzt sagen werde, auch schon gehört, weil tatsächlich es so ist, dass wir seit 2 Jahren die gleichen Vorschläge bringen, die aber nicht gehört werden und vor allem auch nicht umgesetzt werden. Es beginnt und es begann mit der OMV und damals einem willfährigen Manager namens Seele, der Österreich wirklich in die Abhängigkeit von russischem Gas gestürzt hat und hier Verträge aufgesetzt hat. Sie kennen sie alle, Take-or-Pay-Verträge, die bis 2040 dauern. Diese Verträge ist tatsächlich auch das, was uns nach wie vor beschäftigt, aber immer noch nicht aufgearbeitet worden ist. Denn wie der Helmut richtig gesagt hat, jetzt im Dezember wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass wir bis zu 90% des Gases, das nach Österreich kommt, aus Russland beziehen. Ich gehe aber auch einen Schritt weiter, weil es auch internationale Medien wieder berichtet haben übers Wochenende. Es ist so, dass die Hälfte des gesamten Gases, das aus Russland wegtransportiert wird, über Österreich verteilt wird. Die Hälfte. Und das ist nicht nur das Gas, das wir in Österreich selber brauchen, nämlich die Menge, die wir in Österreich pro Jahr brauchen an Gas, die kommt more or less aus Russland, aber auch die gesamte Menge, nochmal 90 Terawattstunden, werden ins Ausland weiterverkauft. Es ist also auch ein Geschäftsmodell, das hier nach wie vor leider in Österreich zu finden ist und von dem nicht nur Österreich profitiert, da meine ich auch den Staat, weil natürlich schöne Dividende ausgezahlt werden über Firmen wie die OMV, die ja jetzt gerade wieder am Donnerstag verkündet hat, dass die Dividende 50% höher ausfallen werden. Warum?
natürlich, das russische Gas ist nach wie vor ein Geschäftsmodell. Und da sind wir jetzt dabei, dass wir als Geschäftsmodell in Österreich einem russischen Aggressor dieses Geld hinterherwerfen. Bis zu 250 Millionen Euro pro Monat ist das, was in den Kriegskassen von Putin landet, weil dieses Geschäftsmodell über die OMV in Österreich nach wie vor passiert. Das ist aus unserer Sicht fahrlässig und die österreichische Bundesregierung hätte sich längst darauf verständigen müssen, das abzustellen. Längst. Und wir haben genau vor einem Jahr, als die Sondersitzung von den NEOS war, im Februar im Parlament, gefordert, dass der russische diese russische Abhängigkeit, also der Ausstieg aus dem russischen Gas, ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, um hier endlich auch im Sinne eines vereinten Europas zu arbeiten. Passiert ist bis jetzt nichts. Der Herr Bundeskanzler Nehammer, den ich persönlich angesprochen habe bei dieser Sitzung, hat sich darauf verständigt zu sagen, ja, er wird sich jetzt prioritär die Gazprom-Verträge anschauen von der OMV. Das ist bis heute nicht passiert, zumindest wurde es nicht kommuniziert. Und natürlich sind wir auch nicht aus den Verträgen heraus, sondern ganz im Gegenteil, und wir haben es ja schon gesagt, das Gas strömt weiter nach Österreich. Aber, und jetzt sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, das Gas wird eben wahrscheinlich nicht mehr die nächsten Jahre weiterfließen. Denn wie Sie alle wissen und wie wir auch schon des Öfteren gesagt haben und auch gefordert haben, die Bundesregierung hier tätig zu werden, sind die Verträge, die diesen Gasfluss von Russland nach Österreich über die Ukraine regeln, die sind mit Ende 2024 vorbei. Und die Ukraine hat jetzt aus verständlichen Gründen kein gesteigertes Interesse daran, diese Verträge auch zu verlängern. Es kann natürlich sein, dass man das aus Entgegenkommen der Europäischen Union und Österreich gegenüber weitermacht. Aber fix ist, die Verträge laufen mit Ende 24 aus. Und was ist nicht passiert? Dass Österreich eine Diversifizierungsstrategie sich überlegt hätte, wie komme ich denn jetzt raus aus dieser Abhängigkeit von russischem Gas? Das heißt, die Abhängigkeit ist da, die läuft weiter, die ist ein Geschäft offenbar für die Republik und auch für viele Firmen, inklusive der OMV, die hier gut dran verdienen. Aber was fahrlässig ist von dieser Bundesregierung, ist, dass tatsächlich keine Strategie entwickelt worden ist, aus diesem gesamten Dilemma herauszukommen. Und was wäre hier notwendig gewesen? Und einer der wichtigsten Schritte, auch darauf beharren wir jetzt seit einem Jahr, ist der Pipeline-Ausbau. Denn wenn wir weniger Gas aus Russland bekommen, müssen wir es woanders herkriegen. Es wäre jetzt sehr blauäugig zu glauben, dass die Industrie ohne Gas überleben kann die nächsten paar Jahre. Das heißt, wir brauchen andere Quellen. Diese Quellen gibt es, die verwenden andere Länder auch schon sehr intensiv. Und Österreich hätte unglaubliche Möglichkeiten, weil die OMV ja zum Beispiel auch an Feldern in Norwegen investiert ist oder weil jetzt auch die Europäische Union, Gott sei Dank, gemeinsam Gas auch einkauft, LNG-Gas auch einkauft für die Union und Österreich da auch dabei war. Aber wir müssen das Gas halt nach Österreich bringen. Und dazu braucht es Pipelines. Und diese Pipelines, die gibt es, aber die müssten ausgebaut werden. Und jetzt ist aus meinem Heimatbundesland, im Mühlviertel, gibt es da eine Pipeline, die heißt Waglub. Und das ist eine totale Engstelle. Da braucht man definitiv eine Verbreiterung dieser Pipeline, um eben genügend Gas dann aus anderen Quellen nach Österreich zu bringen. Und hier gibt es eine unglaubliche Streiterei, das ist wirklich fahrlässig, was hier passiert, zwischen dem Betreiber, der sozusagen die Gaspipeline ausbauen muss, der E-Control, dem Verbund, der hier übrigens ein staatlicher Betrieb, 80% in der österreichischen Hand, der hier nicht die Gelder freigibt, um der Gasconnect auch zu ermöglichen, diese Pipelines auch zu bauen. Und dann haben wir eine Bundesregierung, eine Ministerin, die sagt, über die E-Control ist eh alles geregelt. Die Frau Gewessler sagt, es ist eh finanziert, die E-Control hat es freigegeben, es muss gebaut werden. Dann haben wir einen Verbund und eine Gaskontroll, die sagen, wir haben aber kein Geld für den Ausbau. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Verbund heuer über 2,5 Milliarden Gewinn machen wird. Gewinn, es geht um 200 Millionen Investitionen in diese Pipeline. Und hier streiten wir uns um das wichtigste strategische Infrastrukturprojekt, wird gestritten und gezankt wie im Kindergarten. Und die Regierung ist offenbar zu mutlos, zu kraftlos oder einfach auch nicht fähig, gemeinsam hier zu einer Entscheidung zu kommen. Und der staatliche Betrieb, ich sage es jetzt noch einmal, der Verbund, weil nichts anderes ist es. Es ist ein Unternehmen, das so mehrheitlich in der öffentlichen Hand ist, weigert sich auch hier Schritte zu setzen. Und das ist einfach wirklich absurd. Deswegen sagen wir, was braucht es, um hier rauszukommen aus diesen Problemen. Wir wollen und fordern auf die Frau Energieministerin Gewessler, dass sie jetzt nach Brüssel fährt und russisches Gas auf die Sanktionsliste setzen lässt, damit hier endlich auch Schritte gemacht werden, damit Österreich aus diesen Verträgen raus muss und nicht nur mehr raus kann. Wir wollen, dass in einem nächsten Schritt dann auch die Verträge eben gekündigt werden. Und wir wollen, dass dieser Ausbau der Pipeline-Kapazitäten im Mühlviertel prioritär betrieben wird. Vielen Dank. Darf ich das noch vorzeigen? Also wir haben hier
eine Grafik, die genau zeigt, wie abhängig wir von dem russischen Gas sind. Und die Karin Doppelbau hat sie gerade erklärt, das müsste nicht sein. Man hätte nur das tun müssen, was sie schon vor einem Jahr oder auch schon davor gesagt hat. Dann wären wir heute unabhängig von dem russischen Gas. Und da muss man auch, das ist völlig richtig, die Ministerin Gewessler, aber auch der Finanzminister Brunner ist ja der Eigentümervertreter. Er könnte ja sagen den Unternehmen, was getan werden muss, nämlich, dass wir aus dem russischen Gas aussteigen. Und weil der Generaldirektor Seele genannt wurde, bitte nicht vergessen, der hatte noch einen Wahnsinnsplan gehabt. Der wollte ja, dass es norwegische Gas, das der OMV gehört hat, das wollte er eintauschen gegen sibirisches Gas. Das heißt, die hohe Abhängigkeit von russischem Gas wollte er noch einmal verschärfen. Jetzt kann man Fragen stellen, warum er das wollte. Ja, ich habe Antworten, die ich in dieser Form nicht sagen möchte. Aber das ist auch etwas, was noch aufgeklärt werden muss. Und wir erinnern uns, als der Vertrag unterzeichnet wurde, stand der Herr Kurz, glaube ich, dahinter. Ich glaube, der Herr Gute auch. Mhm. Und da wissen wir auch, wer eine Freude damit hatte. Die beiden hatten eine Freude damit, dass Österreich noch stärker vom Putin abhängig wird, der übrigens damals im Jahr 2018 auch schon viele Länder überfallen hat und viele Länder, ja, Menschen ermorden hatte lassen. Mit dem ist unsere Bundesregierung dort gestanden und gesagt, super, jetzt sind wir noch mehr abhängig von Putin. Völlig irre. Und spätestens jetzt bitte macht etwas. Wir wollen nicht das Blutgeld. Dankeschön. Gibt es Fragen? Ich mal kurz an. Zu den OMV-Verträgen. Wären Sie dafür, dass die sofort einseitig gekündigt werden? Gibt unterschiedliche juristische Ansichten dazu. Sollen die gekündigt werden, bevor alternative Quellen gefunden worden sind? Sie haben es angesprochen. Ich glaube, im November waren es jetzt 90%, im Jahresdurchschnitt 60% des Gasbedarfs, der aus Russland kam. Also wie soll man mit diesen Verträgen aus Ihrer Sicht umgehen? Die kündigen und sich des Risikos stellen quasi irgendwie, dass da vielleicht Strafzahlungen auf einen zukommen oder die auslaufen lassen. Wie soll man damit umgehen? Mhm. Danke. Also möchte mal dazu sagen, es gibt ja offenbar immer noch in manchen Kreisen des Wirtschaftsbundes beziehungsweise auch in der österreichischen Bundesregierung die Fantasie, dass dass dieser Krieg schnell vorbei sein wird und dann alles wieder so ist wie vorher. Und ich glaube, deswegen muss man hier sehr klar sein, es wird nichts mehr so sein wie vorher und deswegen ist es das absolute Ziel, den Ausstieg vom russischen Gas sofort zu machen. Zu den Verträgen, ehrlich gesagt, die einzige, die nicht vor dem Schiedsgericht in Stockholm ist, das einzige Unternehmen, das nicht vor dem Schiedsgericht in Stockholm ist, um diese Verträge jetzt aufzukündigen, wegen zum Beispiel geringer Liefermengen, die ja nachgewiesen sind und so weiter, ist die OMV. International alle anderen Unternehmen, die Verträge mit der Gazprom hatten, sind vom Schiedsgericht, um diese Verträge aufzulösen. In Österreich ist das Geschäftsmodell offenbar zu stark oder die willfährigen Manager und Geschäftsführer beziehungsweise Politikerinnen zu stark vernetzt mit diesem alten Russland, dass hier etwas getan wird. Also ich glaube, die Antwort liegt für mich auf der Hand. Wenn ich da nur ergänzen kann, ich habe einmal den Außenminister Schallenberg im Rahmen eines außenpolitischen Ausschusses genau auf das Thema angesprochen. Wie schätzen Sie das ein, wenn hoffentlich der Krieg irgendwann vorbei ist, wird man einfach die Geschäfte so mit Russland wieder aufnehmen können? Und auch er hat sehr deutlich gesagt, nein, das wäre eine klare Illusion, wenn man das glauben würde. Umgekehrt, wenn man sich umhört in der Umgebung der Wirtschaftskammer auch, gibt es dort wirklich Leute, und zwar ganz oben, die sagen, na, das wird schon irgendwie wieder weitergehen, weil das ist günstig für uns. Ich halte das auch für völlig undenkbar und wie gesagt, alle internationalen Beobachter, eben auch der Außenminister, sehen das völlig anders. Und Sie brauchen nicht weit schauen, also Uniper, Deutschland, die sind alle vor dem Schiedsgericht. Gibt es weitere Fragen? Ö24. Die EU-Kommission will ja ein Sanktionspaket schnüren, das 13. insgesamt. Was ist aus Ihrer Sicht davon zu erwarten und haben die 12 vorangegangenen aus Ihrer Sicht Auswirkungen gehabt auf Russland? Ja, das sieht man ja, dass sie natürlich starke Auswirkungen hatten und Russland würde heute anders dastehen, wenn China nicht eingesprungen wäre in vielen Bereichen, also etwa die Autoindustrie und andere Bereiche auch. Was mir leid tut, ist, dass es natürlich auch vielen Menschen in Russland schlechter geht. Aber da kann ich nur sagen, da müssen sie sich halt wehren.
Und es gibt inzwischen ja auch eine Bewegung von Müttern, die sagt, ihre Kinder sollen nach Hause kommen. Und dann gibt es diesen TV-Moderator Soloviev, müssen Sie mal anschauen, der sagt dann, die soll doch froh sein und stolz sein, dass ihre Buben und ihre Männer sterben dürfen. Ja? Also so hat sich die russische Gesellschaft brutalisiert in den letzten Jahren, dass dort offensichtlich normale Diskussionen auch nicht mehr möglich sind. Was die Sanktionen sonst betrifft, bin ich natürlich für schärfere Sanktionen. Ein ganz wesentlicher Bereich, und das haben wir das letzte Mal im EU-Hauptausschuss auch besprochen, wäre, dass wir zumindest, und das ist inzwischen auch geklärt, die Zinsen auf das russische Staatsvermögen, das im Westen ist, nicht nur einfrieren, sondern an die Ukraine überweisen. Da geht es um etwa 3 Milliarden. Und ich glaube, dass wir rechtsstaatliche Verfahren finden müssen, um sehr wohl auch auf das Vermögen, ich glaube, es sind so 130, 150 Milliarden russisches, also Staatsvermögen, das im Westen liegt, auf dieses auch zuzugreifen und es der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Weil natürlich die Kriegsschäden, die Putin in der Ukraine hervorgerufen hat, ich rede jetzt nicht von den vielen Toten und von den menschlichen Tragödien, und ich habe sehr viele davon gesehen, weil ich ja während des Krieges öfter dort war, reinen Kriegsschäden natürlich schon weit über die 130 Milliarden rausgehen und natürlich dieses Geld auch der Ukraine zur Verfügung gestellt werden muss. Und das ist das, was ich in Österreich so vermisse, in anderen Ländern. Wir haben ja am Donnerstag die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas zu Besuch hier, auch bei uns bei den NEOs. In vielen anderen Ländern ist inzwischen völlig klar, dass Putin Kriegsverbrecher ist, dass man mit ihm keine Geschäfte macht und dass man alles macht, um diesen Krieg zu beenden. Und in Österreich bietet man sich dem noch immer an. Und das ist ja fast zum Verzweifeln. Und ich frage mich wirklich, woran es liegt. Nur ein Satz dazu, ja. Was mich nämlich auch ärgert. Ja. Und tatsächlich, wenn ich mir dann anschaue, wie gerade die Grünen jetzt reagieren und sagen, wir müssen jetzt raus aus russischem Gas. Die Grünen sind in der Bundesregierung, sie stellen die Energieministerin. Sie könnten es jederzeit tun. Die sind voll im Wahlkampf. Es geht darum, Dinge umzusetzen und nicht nur anzukündigen. Und das wollte ich jetzt nur noch mal anmerken. Gibt es sonst noch Fragen? Ja. Nicole Kackes von ServusTV. Ich hätte eine Frage, die indirekt vielleicht auch dazu passt. Wahlkampf, wir erleben immer mehr Anbiederungen jetzt zwischen den beiden Großparteien. Heute in der Früh Landeshauptmann Kaiser aus Kärnten. Was halten Sie davon? Stehen wir vor einer Neuauflage der alten großen Koalition und was könnte das bedeuten für uns? Kann ich mal einschätzen. Na, groß wäre es nicht, ne? Koalition machen. Das, was mich beim Landeshauptmann Kaiser gewundert hat, er hat also irgendwie dahin geredet, ja, das wäre doch nett wieder miteinander. Und dann ist er gefragt, na, wollen Sie das? Hat er gesagt, das wäre Kaffeesudleserei. Das heißt, er hat Kaffeesud gelesen, um dann zu sagen, das war Kaffeesudleserei. Ich glaube, wir brauchen einen ernsthaften Wahlkampf. Ist auch ein Appell, also keine Kritik an den Medien, überhaupt nicht. Aber die Frage, wann der Wahltermin ist, heute für zweitrangig. Ich halte eigentlich für wichtiger die Frage, was will wer? Und welche Partei will was? Und ich glaube, wir haben sowohl was Europa betrifft, als auch dann später, was den Nationalratswahl betrifft, wenn sie später ist, sehr viele großartige Ideen. Und gerade was Europa, ich möchte deswegen auch im Europawahlkampf über Europa reden. Und das merken wir jetzt. Also ich sage auch immer, wenn der Landeshauptmann Kaiser, mit allem Respekt, kann er natürlich nach China fahren und dort sagen, er hat großartige Unternehmen. Es kann der österreichische Bundeskanzler hinfahren, ja, 9 Millionen ist eine mittelgroße Stadt in China. Wenn die EU-Präsidentin hinfährt und sagt, wir haben etwas zu verhandeln, dann wird das der Herr Xi Jinping ernst nehmen. Wenn wir in Österreich den Wohlstand erhalten wollen, dann brauchen wir ein starkes Europa. Und wenn wir geschützt sein wollen, dann brauchen wir ein starkes Europa. Und da möchte ich über viele Details, es gibt viele Details dazu, über das würde ich gern diskutieren. Und das Schöne ist ja beim EU-Wahl, da wissen wir sowohl den Termin, aber wir wissen auch, dass das EU-Parlament 5 Jahre lang tagen wird. In Österreich haben wir zwar das Gesetz einmal beschlossen, aber ist nicht so sicher. Aber ich würde wirklich bitten, reden wir darüber, was soll sich verändern. Und da, wie gesagt, für Europa habe ich sehr viele Ideen, was wir machen können, was in diesem nach der Wahl sich verändern sollte. Und ich glaube, für Österreich haben wir auch sehr viele Ideen. Einige davon hat die Karin ja gerade präsentiert. Ja, weitere Frage? Glauben Sie, dass, sollte es zu einer ÖVP-SPÖ-Koalition kommen, dass sich dann irgendwas ändern würde bezüglich der Russlandpolitik oder auch Gas? Das finde ich tatsächlich basierend auf den Erfahrungen der letzten Jahre als Energiesprecherin, glaube ich tatsächlich, dass wir hier keine
massiven Änderungen sehen würden. Ich glaube auch nicht an Rot-Schwarz, ich sage das so ganz offen, das wird eine schwarz-blaue Regierung, das ist alles zielt darauf hin und alles andere ist Vorwahlkampfgeplänkel aus meiner Sicht. Aber in mehrfacher Weise eine Katastrophe. Ja, das werden wir nicht gesagt, dass es gut ist. Da werden wir jetzt arbeiten. Eine Frage haben wir da drüben noch. Dann noch eine Frage tatsächlich zu Europa und zur EU. Die EU-Kommission soll ja heute ein verstärktes Klimaziel sozusagen oder einen neuen Plan präsentieren, dass man bis 2040 den Treibhausgasausstoß um 90% reduziert. Offenbar recht ambitioniertes Ziel. Wie sehen Sie konkret als EU-Spitzenkandidat auch diesen Vorschlag der Kommission? Unterstützen Sie den grundsätzlich? Also ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, dass wir in diesem Bereich Ziele setzen. Ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, auch den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Da haben die NEOS auch eine klare Idee, nämlich einheitlicher CO2-Preis. Und wenn wir an die nächsten Generationen denken, und das tue ich sehr intensiv, dann muss natürlich der CO2-Ausstoß deutlich herunter. Und ich glaube, dass wir das aber auch nur gemeinsam können. Auch da ist ja die Idee, also wir bauen jetzt eine Festung um Österreich und dann gibt es hier kein CO2 mehr, ist ja völlig absurd oder ist uns wurscht, was in anderen Ländern ist. Das können wir nur gemeinsam. Und was ich auch für wichtig halte, in Verhandlungen, und wir sind ja sehr für Handelsverträge auch, in Verhandlungen mit anderen Ländern haben wir auch eine Chance, etwa was Umwelt betrifft, wenn wir sagen, wir tun auch was. Also zu sagen, tut's ihr was und wir tun nichts, geht auch nicht. In diesem Sinn halte ich ehrgeizige Ziele schon für notwendig. Dankeschön. In Anbetracht von einem Folgetermin, eine Frage würde sich noch ausgehen, falls keine gibt. Will das jemand? Soll man das? Bitte gern. Wenn jetzt schon spekuliert wird über eine Koalition, was man ja immer wieder liest, wäre ja vielleicht auch eine Dreierkoalition, weil die große Koalition wäre ja doch nicht mehr so groß. Und man hört ja immer wieder, dass manche sich sehr gut mit den NEOS vorstellen könnten. So eine Dreierkoalition, die NEOS mit den ehemaligen Großparteien, wäre das aus Ihrer Sicht realistisch, wäre das aus Ihrer Sicht charmant? Also, ich glaube, der Herr Kaiser hat heute früh auch gesagt, zuerst wählen, dann zählen und dann verhandeln. Das habe ich einen sehr, sehr sinnvollen Satz gefunden. Wie gesagt, mir ging es jetzt wirklich darum, reden wir darum, wer was will. Ja? Also, bei der ÖVP, die will, dass alles so weitergeht. Die SPÖ will Geld verteilen, das sie nicht hat. Die FPÖ will einen Zaun oder eine Festung Österreich, das heißt den Weg in die Verarmung. Das erscheint mir nicht alles attraktiv. Bei den Grünen weiß ich es nicht genau, die sagen was und dann weiß man nicht, dann setzen sie es nicht um. Bei den NEOS sehe ich gute Ideen. Und ich glaube, gestern mit einem Niederländer gesprochen, auch dort, es ist überall auch das Elektorat, die Wählerinnen und Wähler sind in Bewegung, schauen sich an. Und deswegen freue ich mich auf Wahlkämpfe, wo jede und jeder sagen muss, was wollt ihr, was würdet ihr anders machen? Und ich glaube, da haben wir viele Ideen, was wir anders machen würden. Und nachher schauen wir weiter. Ja, aber vielleicht noch einen Satz dazu. Ich bin Gründungsmitglied von NEOS. Uns gibt es jetzt seit gut 10 Jahren. Und wir haben uns nicht dafür gegründet, um ewig in der Opposition zu sein. Dankeschön fürs Kommen. Dankeschön. Alles Gute, bis bald. Vielen Dank. Danke sehr.